Mahlzeit, liebe Leute, wir machen gleich mal weiter im Let's Play, weil ich möchte jetzt nicht so groß rumdiskutieren oder rumquatschen. Wir sind bei Mission 8, Obelisk der Unterdrückung. Und wir werden jetzt einfach gerade mal einsteigen und uns den Missionsstil erklären lassen. Wie geht es Dr. Möbius und Sydney? Sydney lebt. Raveshaw weiß, wie es Möbius geht. Verstanden. Nuklearraketenstart geortet. Toll, Kinder. Jetzt zählen wir schon als nukleare Bedrohung. Raus mit dir. Verstanden, Captain. Sydney, folge mir. Los. Also erstmal zu dem Mindestdistanz, die uns von der vom Bewegungsradius der Atomexplosion abriegelt. Rushen. Und hier entbringen. Da erwarten uns jetzt so ein kleiner Partytrupp. So, hätte man das auf jeden Fall mal geklärt. Ich mache gleich weiter. Man sollte sich hier in diesem Level vor den schwarzen Händen in Acht nehmen. Aufschlag in einer Minute. Weil die einem gerne mal das Leben richtig mies machen. Deswegen immer gleich töten. Weil die eigentlich die höchste Trefferquote auf den Tag legen. Und wo ist der Offizier? Da ist der Offizier. Aufschlag in 30 Sekunden. Wenn man überlegt, ich hätte eigentlich da oben nur stehen bleiben müssen. Und ich mache hier schon mal ordentlich weiter. Das ist akzeptabel, würde ich sagen. Aufschlag in 20 Sekunden. Aufschlag in 10 Sekunden. Das wird jetzt wahrscheinlich so ein halber Speedrush, ja? In 5, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Hä? Was? Wo? Eine Hektik hier. So, vielleicht mal richtig reindrücken. Vom Hals herab und diese Planstellung sind Geschichte. Ja, das bloß mein Scheißdreck ist das Wagen, wo er? Sonst hier. Gleich ein Problem. So. Genau. Die wurden jetzt konvertiert im Sinne. So, jetzt nochmal schön beschützen. Und da haben wir eigentlich einen großen Teil schon geschafft. Kommt da noch jemand? Hotwire wieder. Ja, wegen Buggy, ja? Hier spricht die Stimme des Widerstands. Stationierung von Kurzstreckenraketen wurde bestätigt. Alles verfügbare Personal rückt in Richtung des Parks vor. Klingt ja so, als ob Raveshaw das Dorf in Schutt und Asche legen will. Hier spricht die Stimme des Widerstands. GDI, bitte lassen Sie uns jetzt nicht im Stich.
Nott wird die Kurzstreckenraketen dazu einsetzen, das ganze Dorf mit Napalm zu bombardieren. Napalm. Sie dürfen nicht zulassen, dass man uns vernichtet. Das klingt ja nicht so, als würdest du mitkommen, Herr Burke. Was ist los? Hey, Berufsrisiko. Berufsrisiko, aha. Genutzt. Ich nehme mich ja wegen einem Napalm, der... Na komm. Na, ein Ziel geschossen, aber na gut. Ich denke, mein Ziel ist zu wenig, würde ich sagen. So, hier muss man aufpassen im Level. Hier kommen die Gegner ziemlich schnell und hart aus allen Ecken raus. Und man muss auch vor allem noch aufpassen, dass hier von oben die... diese 500er Sniper, diese Black Hands, den ich dir wieder heiß machen. Also du musst auf ziemlich viel achten. Deswegen ist diese Mission ziemlich, also nicht ziemlich, aber halt schon ein wenig tricky. Vor allem, weil wir jetzt noch viel in der Mission machen müssen. Achtung, GDI-Streitkräfte, hier spricht die Stimme des Widerstands. Die Verstärkung, die Nott aus der Luft erhält, wird von den mobilen Radarstationen am Hauptplatz koordiniert. Diese Radarschüsseln müssen ausgeschaltet werden. Ja, natürlich. Nur weil wir natürlich hier rumlungern. Müssen wir natürlich wieder diese Scheiße erledigen. Aber na gut, ist ja natürlich auch ein wenig Sinn des Spiels. Was wir versuchen sollen, die, na, die Hilfsbedürftigen zu unterstützen. Das liebe ich, wenn mir irgendjemand vor die Flinte rennt. Ich will hier was abschießen. Was wird verhindert? Gut, jetzt nächstes Mal wegen Munition, weil ich muss erwähnen, die Mission spiele ich jetzt vielleicht insgesamt zum weiß ich gar nicht, wievielten Mal, weil mir immer mehr diese schwarzen Hände mir einen Strich durch meine Rechnung gemacht haben. Und wenn ich nicht ziehen kann, ist das genauso cool. Willst denn du hin? Normalerweise ist ja nicht normalerweise ein Fenster. Ja, da oben mal. Normalerweise generiert sich dann auch noch eine schwarze Hand. Und da auf dem Balkon oben ist was. Genau da. Und da drüben. Wenn sich das alles ein wenig einprägt, kann man sich das Leben ungemein leichter machen. Deswegen immer merken, der ehrliche Pusher wird von Bullen umzingelt, wer beim klugen Panzer steht, sieht die Tasse klingen. So war der Spruch draus, Lord the Weed. Ja. Und was man auch mal aufmachen kann, man kann mal kurze Pausen machen, kann mal jede Waffe, die man hat, eigentlich mal durchladen. Und dann wieder mit vollem Magazin rumrennt. Das hilft dann auch ungemein weiter. Werfer, Flammenwerfer. Okay, dann sind wir da, wo wir waren. Aber ich gehe mal kurz hier rein, genau deswegen. Weil hier drin noch Munition rumliegt in diesem kleinen Feld hier. Ja.
So, und weiter geht's im Schritttempo. Primärziel immer noch vernichten von den Mittelstreckenraketen. Und da kommen jetzt auch nochmal ein paar Spackos raus. Hier spricht die Stimme des Widerstands. Westlich ihrer Stellung wurden Widerstandskämpfer gefangen genommen. Bitten um Unterstützung. Hätten sie sich mal nicht gefangen genommen lassen. Ich krieg gerade wieder mit SMS zu. Ich will jetzt einmal Let's Play machen und dann schreibt die Schule wieder zu. Super. Mit kurz beim Rutsch, den ich nur kurz wissen von dem. Oh, meiner Freundin. Ja. Das liebe ich, sie schreibt bist du sauer. Und sie weiß aber ganz genau, dass ich kein Geld auf dem Handy habe. Das heißt, ich kann mir heute noch was anhören. Immer darauf achten, dass für sich auch keiner über dir rumhuckt. So, da hat es mich letztes Mal erwischt hier. Genau, der war das. Das weh hier, ja. Muss echt Schiss haben, um jede Ecke zu gehen. Bei jedem Moment eigentlich was. Genau, ich kann schwer sehen. Dann blüht auch mein Herz schon drauf. Na gut, bleib stehen. Glück gehabt. Dachte jetzt der. Bleib nicht stehen. Wird mir die Hölle heiß machen. Was siehst du, was sehen meine Augen denn da vorne schon wieder? Mannschaftstransporter. Ist wahrscheinlich beladen. Sollten wir diesen mal unter Beschuss nehmen. Natürlich. Na komm. Zu schade ist natürlich jetzt nur, wer jetzt unten rechts in die Ecke schaut, wird feststellen, ich habe keine Munition mehr. Also etwas mal versuchen. Genau anzuvisieren. Erwischt. So, also weiter geht's. Wir versuchen uns mal wieder hier durchzuschlagen. Ich denke mal, dass da wahrscheinlich der einstehen wird. Da hinten kommen sie raus. Ja, klar. Sieht von dieser Seite aus. Ja, sie ist sauber. Wir den Vorteil, jetzt können wir hier mal sauber machen. Aber ich habe gesagt, ich renne erst einmal außen rum, weil es mir noch zu strange ist. Weil ich ewig gefangen befreien muss. Da hätte ich auch hocken können. Das ist wirklich ein Scheiß. Auf einmal man merkt es dann fast nicht. Man merkt nur einen Schuss von hinten, dreht sich um und kriegt man schon wieder den nächsten Jahr. Hm. Kommst du mit Ecke, dass du nicht kommst? Batsch. Weder entlädt sich jetzt auch schon wieder. Ich habe aber Zustände hier. Können wir mich nicht bringen? Nee, das könnte er nicht finden.